So. Hier gibt es ganz, ganz viele Steintafeln. Jetzt ist mir das Wort auch mal eingefallen. Und die erste ist da hinten, wo das Licht brennt. So, was sehen wir? Ja, das war das, was wir eben gerade auch gesehen haben. Und der Raum füllt sich mit Wasser oder mit Magie. Aber nur ein Stückchen. Aber das Schöne ist, dass diese Magie lädt uns auf. Das war hier. Ja. Nix, okay. Ja, ich komme ja schon. Bin ja schon auf dem Weg. Da hinten ist das nächste Türchen. Und das sieht hier irgendwie alles sehr chinesisch irgendwie aus. Mit diesen Gittern hier und der Beleuchtung und so. Und den Lämpchen. Da waren gerade die... Ach, guck mal, Quallen. So. Okay, hier war es mal noch nicht. Ich guck mal gerade, ob es... Konnten wir unten schon rein? Nee, ich meine nicht. Okay. Okay, wo bist du? Da oben müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Weil da ist noch ein Symbol für uns. Ach, da bist du. Na, dann mach du mal da. Ich lass mich von dir nicht ablenken. Oh, guck mal. Ich glaube, darauf wollte er uns hinweisen. Oder sie. Man weiß es ja nicht. Wo, wenn ich den Usernamen lesen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht drauf kommen. Schaffen wir das noch? Knapp. Aber wir haben es geschafft. Und euch? Ja, ihr seid da eingesperrt. Jo. Ja, da war ich schon, mein Freund. Ach, supi. Ich denke mal, ihm muss ich nicht mehr zeigen, wo die Symbole sind, weil der hat ja schon den weißen Umhang. Okay, das war das von eben. Voll der Riesenfisch. So. Da. Da müssen wir hin. Haben wir noch unseren Kollegen? Ich weiß nicht, ob
er das ist? Da unten? Ich glaube, wir haben verloren. Weil wir zu weit entfernt waren. Na gut. Dann machen wir halt alleine weiter. Ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Bisher lief es ja schon ganz gut. So, und wir hätten nämlich hier eine Steintafel. Wie kommen wir denn nach unten? Ah, okay. So, was sehen wir hier? Ein Toter und ganz viele andere. Und hier hinten irgendwo... Das ist unfassbar, wie viel ich von dem Spiel noch weiß. Blub, 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 blub. So. Ich meine, das käme als letztes. Also, dass wir das mit Flow gucken können. So, du... Ja, ich glaube echt, wir haben den verloren. Naja. Weil das war auch das Problem mit der Trophäe in diesem Level hier. Also, dass man das ganze Spiel mit einer Person durchspielt. Ach, guck mal! Hallo! Ja, dass man halt hier die Person verlieren kann, weil das Level relativ groß ist. Das war das erste. Also das erste Level, wo wir die Brücke zusammenbauen mussten. War das jetzt der letzte? Nee, das haben wir schon. Nee, ist noch nicht das letzte. Weil ich möchte das gerne auffüllen, alles. Das ganze Wasser. Damit wir dann am Ende nochmal runterfliegen können, um uns das kleine Easter Egg anzugucken. Wäre fast runtergefallen, nee. Ah, da drüben sieht man schon. So, was haben wir hier? Weiß ich nicht. Es füllt sich. Schön ist, dass die Eingänge, glaube ich, immer auf derselben Seite sind. Und das sieht so aus, als ob das jetzt das letzte gewesen ist. So, was war hier? Nein, es ist weg. Hier ist noch eins. Okay, das hatten wir anscheinend schon. Gut, dann geht es ab nach unten. Um euch das kleine Easter Egg zu zeigen. Nee. Schätze mal, dass das irgendwo... Das muss ja auf jeden Fall gut versteckt sein. Nee. Okay, wir haben noch... Ich glaube, das hier ist die letzte Chance. Nee, da ist es! Da! Wer mein Flow-Let's Play gesehen hat, wird sich an dieses... an diesen Organismus erinnern. Mega cool. Ich finde das richtig cool, ne? Im Kreis und... Machst du was mit uns? Nee, das schwimmt nur hier rum. Aber das ist schon sehr cool. Das Easter Egg.
Ach ja. Gut, dann können wir jetzt wieder nach oben. Mit Schmackes. Ich finde so Easter Eggs, die auf alte Spiele irgendwie verweisen, finde ich immer sehr cool. Ach, guten Tag. Du auch hier. So, ab in den Kreis und da hören wir uns mal an, was der gute Maw uns zu sagen hat. Das war jetzt das, was wir bisher erlebt haben. Und da sieht man jetzt, was noch kommen wird. Der Weg zum Berg mit ganz viel Wind. Und das sieht sehr anstrengend aus. Wir kommen immer näher. Ja, und jetzt wird's kalt. Ab ins nächste Level.